meine Freunde, was geht ab bei euch? Bibi hier, mich ab in einem neuen Let's Overwatch. Oh shit, hatte sich das gut angehört oder hat sich das X gut angehört? So, ich nehme das heute ein bisschen später auf. Wir hatten nämlich gestern einen spontanen 14-Stunden-Stream. Oh shit, meine Stimme ist übelst am broke sein. Oh shit, ja. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall, das Ganze hier jetzt machen zu können. Und bin mal gespannt, was wir jetzt für einen Kandidaten hier am Stissel haben. Und übrigens, wer es letzte Woche noch nicht gesehen hat, letzte Woche kam eine Doppelfolge raus. Also eine Doppelfolge, kann man das so sagen? Ja, obwohl ja schon zwei Overwatches halt. Das war ganz spannend. Also wer das noch nicht gesehen hat, habt ihr natürlich nochmal unten in der Beschreibung und in der Endcard verlinkt. Wie immer bei jedem Video. Beschreibung kann man aufklappen. Ja, das wissen viele immer noch nicht. Die fragen immer noch, wo gibt's Steine, Config, wo gibt's das, wo gibt's dies? Aufklappen, angucken, lesen, lernen. So, dauert ziemlich lange. Ich frage mich, was ist da los? Gaben, warum gibst du mir nicht die Demo? Gibst du mir? Der wird halt safe cheaten, ja. Das ist, kann man wieder predikten hier anhand des Ladebalkens. Nicht voll. Wird absolut nicht voll. Und gestern kam ein Hey, I'm going on vacation raus. Nummer 11, wer das noch nicht gesehen hat, sollte das auch auf jeden Fall abchecken. Ein paar geistesgestörte Shots. Ja. Der Ladebalken. So, nach gefühlten 2 Stunden, welcome back. Jetzt habe ich diese wunderbare Demo endlich und ich hoffe, ich kriege auch hier was geboten für die Zeit. Das kann doch nicht sein, dass ich hier so lange warten muss, bis die Demo mal runtergeladen ist. Aber das ist manchmal immer, wenn die Steam-Server irgendwie übelst broke sind oder so, da ist selbst so ein Overwatch kann da Ewigkeiten dauern. Und ja, wir haben hier einen mit 9:8 in der ersten Halbzeit. Und der Second noch keinen einzigen Frack. Aber schon einen Death. Bin ich mal gespannt. Ja, das war noch okay. Ah, aber dann geht er aber wieder zurück an der Kante. Okay. Bisschen strange für das, dass er noch so wenig Schuss verböllert hat. Ja, gut. Das ist jetzt Auslegungssache, natürlich ein bisschen Pre-Fire, aber er wusste ja auch, wo der Gegner ist ungefähr. Das ist eigentlich noch alles super okay. Natürlich spannend. A wird überhaupt nicht gecheckt. Es ist nicht unbedingt klar, dass beide verschoben haben, meines Erachtens, oder? Ist das klar? Eigentlich nicht. Hat er gerade ein bisschen durch die Wand auf CD geguckt? Hat sehr wenig Fokus. Aimt ein bisschen durch die Wand, oder? Aimt ein bisschen durch die Wand. Ja, vielleicht ist auch Zufall, aber ich frage mich halt, warum das Crosshair so? Jetzt auf kurz, ist klar. Hat er mal noch Fokus auf kurz, das ist gut. Da hat er schon mal keinen... Oder er moved die halt richtig geil aus. Das versuchen wir noch herauszufinden, Mates. So, da ist er down durch die Bombe. Easy. So. Nee, aber es war noch nicht spannend, oder? Es war noch nicht spannend. So, der eine Mitte hat schon mal einen schönen Hit bekommen. Der hat 19 HP. Das wird eventuell sogar angesagt. Ja, dass er da halt direkt Big Box guckt, ist auch okay. Also ich meine, man kann halt erstmal links und dann rechts, aber es ist gut. So, dass sein Mate durch. Das hat er wahrscheinlich im Radar nicht gesehen. So, Mitte hört man eigentlich schon, dass der B runtersteppt. Zumindest jetzt schleicht er. Warum schleicht er jetzt hier? Das hört man, hat er auch gesehen. Short hört er auch in Mitte. Er ist halt immer ein bisschen durch die Wand drauf, so, das ist, er aimt halt nicht an der Kante ab, sondern er ist mit dem Crosshair immer durch die Wand drauf, das ist aber auch nicht unbedingt schlimm, weil man ja die Steps teilweise hört, da kannst du ja ungefähr predikten, dass du den dann halt genau dann erwischst, wenn du halt rumziehst, aber ist halt schon sehr oft bei ihm so.
Ja, ich glaube, dass wir haben hier einen Legit Wallhacker, Mates. Also, scheint mir doch so, dass er halt verschiedene Kanten abprefiert, wo halt keiner steht, damit es halt relativ legit kommt, um dann eben eine Kante abzuprefiren, wo dann halt eben einer steht. Das kann aber natürlich auch hier pures Luck sein, aber ich bezweifle das doch ein bisschen, weil das ist schon... Auch hier das, das kommt mir so vor, als ob er jetzt schon weiß, dass kurz einer vorgeht. Ich glaube, wir haben hier einen mit Wallhack. Rechts wird gar nicht an die Kante geguckt, links kommt runter. Das ist... Ja, ist schwierig, ist schwierig, ist schwierig. Ich würde doch von... So von der... es ist schwierig, so. Schwierig. Also so von der Gesamtstimmung würde ich doch sagen, dass der wahrscheinlich auf Wallhack spielt. Aber ich könnte ihm das jetzt noch nicht so reindrücken. Also, da war jetzt noch keine Szene, wo es mega obvious ist. Aber die wird er wahrscheinlich mir auch gar nicht bieten, weil der macht das schon ziemlich gut. Aber wenn das Gesamtpaket doch jetzt die ganze Zeit stimmt. Absolut kein Aiming hier im Rückwärtslaufen, das ist, den hat er zum Beispiel nicht gerafft, das spricht ja für ihn, dass er eben nicht wallhackt. Oder auf ESP spielt. Strange. Auch wenn der ein oder andere sagt, boy. Niemals hat der Wallhack. Du bist ja crushed. Ja, aber ein paar Szenen waren doch schon ein bisschen strange. Jetzt, wie gesagt, nicht mega strange, aber schon ein bisschen. Ja, aber jetzt spielt er normal. Ich denke mal, dem wird man nichts drücken können. Aber aus dem Bauchgefühl raus sage ich, dass er am Anfang wahrscheinlich ein bisschen gewallhackt hat. Ein bisschen. So, der wurde angesagt, CT, das ist easy. Na gut, dass er die Molly da hinwirft, das ist auch okay. Ja. Er schießt halt eben nicht durch die Smoke auf ihn drauf, das ist schlau. Das sind immer gefährliche Overwatches, Mates, für YouTube, weil wird sich wieder in den Kommentaren gekloppt, ob der da rein cheatet oder nicht. Also, gut, man kann festhalten, Aim ist null vorhanden, wirklich null. Also zumindest was die Sprays anbelangt, so mit normaler Pistole und so, wo du halt... ja, wo du halt eben hinschießt und wo auch der Schuss ungefähr hingeht, halt abzüglich des Spreads, ist okay. Also, sobald es ums Sprayen geht, ist das echt nicht so toll. Immerhin smokt er hier schon mal ab. Aber auch hier, der läuft einfach mit Molly so raus, so easy. Oder auch hier, guck mal Leute, das ist so eine Sache. Okay, aber da hat er dann doch nicht hingeguckt. Also ich frage mich gerade, er hat halt einen vor B gesehen. So, es kann sein, dass nur einer B ist, ja. Ich meine, warum wirft er dann hinten rechts einen Molly hin, ja? Wenn der eine doch spotted war vorne. Kann er ja gar nicht so schnell verschoben haben. Ah ja gut, für Doppeldeckung ist okay. Wobei ich das hätte ich wahrscheinlich auch nicht predicted hinten rechts. Sondern eher on-spot direkt rechts an der Kante, so wo er jetzt zum Beispiel steht. So, den hat er kurz gesehen. Zieht da nicht rum, wartet erstmal, bis der Mate down geht. Alles cool. So, links müsste er raffen. Hat er keine Muni, ist okay. Ja, Mates. Also, ich würde behaupten, für Leute mit wenig Spielerfahrung, klare Sache, dass der wahrscheinlich nicht gecheatet hat. Leute, die so schon ein bisschen eher sich mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, die werden wahrscheinlich mehr drüber diskutieren, ob der jetzt legit reingecheatet hat. Stimme ich euch zu. Wir können uns aber darauf einigen, dass da jetzt nichts zu 100% obvious war. Man kann das immer darauf auslegen, dass der Typ teilweise nicht besonders gut ist und deswegen strange geaimt haben kann. Ja, deswegen, ja,
wird sich gekloppt, Mace. Da wird sich wahrscheinlich gekloppt. Aber ich sage nein, zu 100% nicht. Da müssen wir auch eigentlich jeder zustimmen. Zu 100% kann man das auf jeden Fall nicht sagen. Der hat nicht einmal mega krassen Wallhack-Fail gehabt, wo er so richtig obvious da durch die Wand aimt und krass rein prefired und da rumshaked und irgend so ein Scheiß. Also es gab's nicht. Ja, also ja, da ist egal. Ich sag immer, irgendwann wird er erwischt. Von mir gibt's das nicht. So, ich hoffe, euch hat's gefallen, Mates. Und dann würde ich mal sagen, bis demnächst und vor allem vergesst nicht zu liken, ihr Wichser! Okay. Willkommen auf der Endcard, Rotte Witze Suspect und Spiel Kultur, Motherfucker, ich bin ganz fresh. Was ist denn Overwatch? Ich zeig dir Overwatch! Check die Beschreibung, dort ist die Playlist, Folge Nummer 1, ja, da lernst du stetig. Also, stell keine dumme Fragen in den Kommentaren, sonst bist du der Boy zu deiner Mutter fahren und die Bitch mit seinem Hammer nageln. Yeah, could I get a boss? Wer das nicht geliked hat, hat einen kleinen Penis.